Bei Schlehrstein in Jerusalem. Jerusalem, 12.06.2014. Eli Rosenberg war bei Rabbi Schlehrstein in Jerusalem mit seinem Anliegen vorstellig geworden. Schlehrstein war zunächst der Meinung, dass Rosenberg keinen Kontakt zu Osiris aufnehmen solle. Er kannte den einen oder anderen Teilnehmer und wies Rosenberg darauf hin, dass es der Organisation lediglich um weltweite Machtansprüche und finstere Pläne ginge und die Teilnehmer diese rücksichtslos sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen ganze Staaten durchsetzten. »Du lässt dich mit dem Teufel ein, mein Lieber«, sagte er gleich zu Beginn des Gesprächs. Aber Rosenberg ließ sich nicht beirren. »Du weißt, dass unsere Väter in den Nachkriegsjahren Kontakt zu den Ex-Nazis im deutschen Geheimdienst aufgebaut haben, nur weil es um die Sicherheit Israels ging.« Ja, aber das war etwas anderes. Die Zeiten waren anders, die Teilnehmer waren andere und die Motive waren andere. Das, was du hier vorhast, ist eine Nummer größer. Vielleicht viele Nummern größer, als du dir das jetzt vorstellen kannst. Du bringst dich und deine Familie in Gefahr. Nicht nur dein Leben, sondern deine Seele. Das mag sein, aber ich habe dir schon bei unserem letzten Treffen von dem Projekt Abraham berichtet. Es wäre von größter Wichtigkeit für uns zu wissen, ob durch das Projekt neue Erkenntnisse aus dem Tanach zu erwarten sind. Ich wäre einer derjenigen, die dies als Erste erfahren würden. Und ich könnte dir und vielen von uns mit diesen Informationen sehr nützlich sein. Es geht mir nicht darum, den Machterhalt Amerikas oder der Osiris zu unterstützen. Es geht mir aber sehr darum, für die Sicherheit Israels zu sorgen. Ich kenne die Gefahren und habe mir lange überlegt, ob ich es tun soll. Aber immer wenn ich absagen wollte, hielt mich etwas davon zurück. Es liegt mir nichts mehr am Herzen, als für Israel und für Zion zu sorgen. Und wenn es nun mal so sein soll, ist das für uns alle ein unschätzbarer Vorteil. Das Gespräch zog sich noch lange hin. Schließlich gab Schlehrstein nach. Er wollte aber seinen ehemaligen Talmud-Schüler nicht in sein Unglück rennen lassen, ohne ihm ernsthaft davon abgeraten und ihn auf die Gefahren hingewiesen zu haben. Schließlich sah er, dass Eli Rosenbergs Entscheidung feststand und er sagte ihm schließlich seine volle Unterstützung zu. Am Tag darauf telefonierte Eli mit seinem Kontaktmann bei Osiris und sagte seine Teilnahme zu. Es gab eine erste Verabredung in New York, die in der übernächsten Woche stattfinden sollte. Eli flog zurück nach Amerika und nahm an der Sitzung teil. Seiner Familie sagte er nichts davon. Weder informierte er seine Frau noch seine 4 Kinder. Er war der Meinung, dass es so besser sei. Die Leute von Osiris waren sehr erfreut, dass Rosenberg sich zu einer Teilnahme entschlossen hatte. Sie erinnerten ihn der guten Ordnung halber nochmals eindringlich an die absolute Geheimhaltung über alles, was er nun erfahren würde. Gleichzeitig klärten sie ihn über die Konsequenzen auf, sollte er sich nicht an die Spielregeln halten. Sie hatten ein längeres Gespräch und schließlich waren sie der Meinung, dass Rosenberg einer der ihren sei, dem sie vertrauen konnten. Schließlich war Rosenberg ohnehin schon seit vielen Jahren ein einflussreiches Mitglied der APEC und verfügte über ein weitläufiges Netzwerk in die jüdische Welt. Außerdem war er bestens vertraut mit den alttestamentlichen Schriften und konnte das Projekt Abraham durchaus bereichern. Es war ihnen wichtig, einen Spezialisten in ihren eigenen Reihen zu haben. Sie zogen sich zur Beratung zurück und nahmen ihn eine Stunde später offiziell in ihren Zirkel auf. Eli Rosenberg war nun ein Mitglied von Osiris. In dieser Nacht fand seine Seele keine Ruhe